Tja, hi Leute. Im Hintergrund habe ich heute Beobachter von YouNow und verlinkt mit YouTube. Wir können ja gar nicht mehr alleine mit uns sprechen jetzt. Das ist ganz entsetzlich. Jetzt haben wir wieder Beobachter im Hintergrund. Wir müssten ja nicht abstellen. Aber ich meine, wir haben 5 Minuten, die können wir mal vergurken mit ein paar Leuten im Rücken. Hauptsache, sie drücken nicht, machen Ärger. Ja. Ja. Guten Tag, habe ich schon gesagt? Ja. Gibt es ein Thema? Die Welt geht unter, das ist nichts Neues. Anderes Thema? Kein Thema. Ja, das ist neu. Kein Thema. Können wir uns. Warte mal, machen wir mal den Finger weg vom Mikrofon. So ist gut. Wir könnten uns ja mal über kein Thema unterhalten. Also bewegen wir uns mal ein bisschen, dass wir ein bisschen bewegt sind. Kein Thema. Ist gut. Also kein Thema, da würde ich viel zu sagen können. Ich müsste nur wissen, welches kein Thema. Es gibt kein welches kein Thema. Es gibt nur kein Thema. Also ist das eine monopolare Welt? Nein, 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 die Welt ist mehrpolig. Ja, kann auch kein Thema Mono Dingsbums sein. Doch, es kann ja monogames Thema sein. Heute ist die Ehe mit dir selbst erlaubt. Dann kann ich mein Bildschirmbild, kann ich verehelichen? Steuerlich begünstigt dann in den nächsten Steuersatz kommen? Ja? Geil. Heiko Maas, dem ist hier, Murksel. Kann ich einen Antrag beim Standesamt stellen, dass ich mein Ebenbild hochzeitigen will? Laber nicht so einen Stuss, Mann. Da sind Beobachter hinten, die gucken zu, die hören zu. Gefährlich. Hätte er nicht sein dürfen, das darf nicht sein. Ich muss mich jetzt mal anders drehen. Die dürfen den Bildschirm nicht sehen. Böse Menschen da. Das sind nur zwei. Ja, aber auf YouTube gucken sie auch noch zu. Scheiß drauf. Die können dann ihre eigene Schand, können sie sehen. Der Lauscher am PC hört sein eigenes WC beim Spülen, genau. Aber 2,5 Minuten, was für ein Quatsch. 2,5 Minuten mit nichts. Ich muss erstmal einen Beobachter dazu nehmen. Kommst du mal hierher? Er kam gerade. Hier bin ich. Ich bin kein Bauchredner. Kann ich durch den Bauch reden? Ja. Ich kann aber meine Sprache abschneiden. 3 Minuten. Trickreich, ne? So nimmt man die Zeit. Herr Klausi, wir machen uns mal ein bisschen weiter weg hier, dass die Kamera ein bisschen im Weiten gucken kann. Mal einen kleinen Rundumschlag. Wo sitzt das Monster? Tja. Wo sitzt das Monster? Wollen wir philosophisch werden? Was für einen Sinn hat das Ganze? Jetzt komm ich mit der Scheiße. Komm, Alter, lass es. Das Thema, das haben wir doch schon tausendmal durchgekaut. Das bringt überhaupt nichts. Warum? Dumme Frage. Darum. Wie auch mehr Raum dafür stehen. Ich denke, ich werde mal den PC abstellen, dass ich meine letzten Worte kurz vor meinem Exitus, dass ich den vielleicht den letzten Seufzer komplett ohne Publikum. Das hätte was, ne? Ich meine, ich könnte es ja auch wie Merkel machen. Den letzten Pupser vor 7 Milliarden Toten. Das ist ja wohl ihr Ziel. Würde ich sagen. Oder? Ja, was greift man Russland an, der nie was gemacht hat? Nee, jetzt werden wir nicht politisch. Komm, wir haben ja schon genug, dass wir uns morgens Zähne putzen müssen und rasieren und Haare kämmen, ne, und waschen. Das reicht ja schon. Das ist ja schon genug Beziehung, ne? Also noch mehr Beziehung sollte nicht sein. Ja? Ich gucke mal ganz versteckt auf dem Bildschirm. Psst. Sollte keiner wissen. Die sind da und hören zu. Das sind nur 2 Leute. Kaum einer. Auf dem anderen Kanal sind auch nur 2 Leute. Also kommt von diesen 4. Und pff,
Mann, ey. Jetzt ist. Muss auch ausgemacht werden. Ich habe schon 5 Sekunden überzogen. Tschüss. Okay.